Man erwartet, dass sehr viele militante Leute auf die Straße kommen. Und dann kommt die Polizei, gibt eine Minute lang denen die Möglichkeit, noch zu gehen. Nachher gibt es einen Einsatz, und jetzt müssen sie alle genau schauen, mit was für Sachen das kommen, mit solchen Gummipatrönchen. Das Einzige, was man zu denen kann sagen, sie sind 8 Gramm schwerer geworden seit dem letzten Krawall. Aber mit solchen Gummipatrönchen kann man doch nicht so militante Leute vertreiben. Dann, da drin habe ich etwas, Moment. Ah ja, da drin haben wir etwas, das ist so eine CB-Granate, die ja dauernd behauptet wird, die sei krebsfördernd. Hoffentlich ist sie es, hoffentlich ist sie krebsfördernd. Ohne Armee kommen wir dieser Jugendbewegung nicht mehr. Und dann steht morgen die Revolution vor der Tür, und dann haben wir den Dreck. Ich habe es jetzt gesagt.